Derbyzeit in Liga 3 und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zu Elfmeter Fußball auf den Punkt. Der SV Darmstadt 98 muss ran im Hessen-Derby gegen den SVW in Wiesbaden. Nach dem Abstieg der Offenbacher Kickers ja das letzte verbliebene Hessen-Derby in Liga 3. Darauf wollen wir heute blicken, ebenso wie auf Eintracht Frankfurt in der Europa League. In Bordeaux wollen die Adlerträger alles klar machen bereits in Sachen nächste Runde. Und wir haben mit dem Frankfurter Trainer des Jahres gesprochen, nämlich Benno Mühlmann. Später dazu mehr. Zunächst aber wollen wir uns ganz auf das Hessen-Derby konzentrieren. Und zwar gemeinsam mit dem Darmstädter Abwehrspieler Michael Stegmeier. Schön, dass du mal wieder zu uns gekommen bist. Hallo. Hallo. Hessen-Derby gegen den SVW in Wiesbaden. Ist man da vorher besonders motiviert? Ja, ich denke schon. Das ist das letzte verbleibende Hessen-Derby in der dritten Liga. Und von daher ist es natürlich für die Spieler, für die Verantwortlichen ein Highlight-Spiel und natürlich auch für die Fans. Für euch selbst lief es ja in den letzten drei Spielen nicht mehr ganz so gut. Drei Niederlagen. Wie geht ihr selbst damit um? Es steckt ja wahrscheinlich immer noch so in den Köpfen drin. Ja, natürlich. Die Ergebnisse haben die letzten drei Spiele nicht gestimmt. Aber ja, ich denke, dass trotzdem das Selbstvertrauen da ist. Ja, die Leistung hat auch in den letzten drei Spielen über große Strecken gestimmt. Es war nur so, dass in den letzten drei Spielen eben die Partie immer sehr auf Seite der Gegner gekippt ist dann. Und auch von daher, uns ist nicht Angst und Bange. Wir gehen mit voller Selbstvertrauen in das nächste Spiel und versuchen da dann wieder den nächsten Dreier zu holen. Du selbst wurdest ja in einer Darmstädter Zeitung auch schon zitiert als Überschrift, die Punkte müssen wieder her. Aber das klingt halt doch auch immer irgendwo einfacher gesagt als getan, oder? Ja, das ist natürlich auch das ist ganz klar. Ja, wir gehen in jedes Spiel rein und wollen die drei Punkte holen. Und ich denke, wir stehen in der Tabelle gut da. Wir haben 25 Punkte. Wenn uns das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätten wir das sofort unterschrieben so. Leider ja, zeigt der Trend im Moment in die negative Richtung. Aber trotz alledem, ja, die Leistung hat auch die letzten Spiele gestimmt. Und es geht einfach wieder darum, von vornherein ja, mit Selbstvertrauen in die Partie zu gehen und an die Stärken zu glauben. Und dann denke ich auch, können wir Wien Wiesbaden schlagen. Wenn man aber wie zuletzt in Erfurt drei Gegentreffer in den letzten 5,5 Minuten des Spiels kassiert, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, mental abzuhaken, oder? Nee, ich denke schon, dass wir da ein bisschen zu knabbern hatten, weil ja, bis zur 84. Minute waren wir auch mit dem Punkt, denke ich, zufrieden, dann, so wie dann die zweite Halbzeit gelaufen ist. Dort waren wir dann nicht mehr so stark wie in der ersten Halbzeit. Und dass wir dann in 5, 6 Minuten drei Gegentreffer fangen, das ist uns diese Saison, glaube ich, noch gar nicht passiert. Und ja, das war auch immer unsere Stärke, dass wir hinten die Null gehalten haben. Ist natürlich so gewesen, nach dem 1-0 haben wir nochmal alles versucht, wollten unbedingt den Ausgleich machen. Und ja, das 2-0 kann dann passieren durch einen Konter, aber das 3-0 darf natürlich dann nicht mehr passieren. Beim Stand von 2-0 nach 86 oder 87 Minuten müssen wir einfach sagen, okay, wir kriegen kein Gegentor mehr. Es ist nicht so realistisch, dann noch in den letzten 3 Minuten noch zwei Dinger zu machen, dass wir den Ausgleich schaffen. Und von daher, der dritte Treffer war ein bisschen zu hoch. Das hört sich natürlich ein bisschen als Klatsche an und das natürlich war nicht so angenehm. Dann wollen wir jetzt einmal vor dem Hessen-Derby auf beide Seiten gucken. Sowohl auf eure Seite, die Darmstädter, als auch bei Wien Wiesbaden auf den Halberg. Dort war der Kollege Thomas Rautnitzki. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Und wer hat Angst vor dem Wiener Fußballer Alf Minzel? Darmstadt 98, könnte man meinen. Der 31-Jährige mit Erklärungen. Darmstadt ist eigentlich immer ein besonderes Spiel. Das hat damals bei mir angefangen mit SC Feucht, als wir dort 0-1 gewonnen haben und die Fans mich damals schon ein bisschen auf den Kieker hatten von Darmstadt. Dann bin ich zu Offenbach gewechselt, was natürlich eine besondere Brisanz natürlich dann hatte, das Derby, und durfte in der gleichen Saison dann nochmal dort spielen. Ja, danach Sandhausen, weniger auf Darmstadt getroffen, mehr oder weniger nur in Freundschaftsspielen. Meinen Namen hat man dort allerdings dann auch nicht vergessen. Dementsprechend nett wurde ich immer begrüßt und jetzt zum nächsten hessischen Konkurrenten gegangen. Also ich glaube, es gibt in Darmstadt wahrscheinlich beliebtere Spieler als Alf Minzel. Etwas Beliebtes hat das Derby am Samstag allemal. Das ist einer der wenigen Spiele in der dritten Liga, wo wir haben, wo richtig Zuschauerpräsenz da ist. In Darmstadt ist immer was los, immer ein Schweinespiel auf Deutsch gesagt. Aber ist doch schön, ich meine, das ist das, was Fußball ausmacht und darauf freuen wir uns die ganze Saison. Schweinespiel klingt saugut, dann reicht ja auch ein sauknappes Ergebnis. Gelle, Herr Minzel?
Nach vorne ist eigentlich immer was möglich bei uns. Von daher hoffe ich auf einen knappen Sieg von uns. Aber mir würden 1-0 reichen. Klare Ansage nach Südhessen. Was haben da die Lilien bloß entgegenzusetzen? Auf nach Darmstadt. Dort war mein Kollege Carsten Breeck. Am Böllenfalltor wartet man gespannt auf das Derby gegen die Truppe des ehemaligen Bayern-Nachwuchstrainers Marc Hienle. Zumal gleich vier Spieler im Kader von Lilien-Coach Dirk Schuster einst am Halberg ihre Fußballstiefel geschnürt haben. Neben Milan Ivana und Dennis Schmidt vor allem Goalgetter Dominik Strohengel, der mit 14 Treffern um Längen die Torjägerliste der dritten Liga anführt. Und nicht zu vergessen sein Sturmpartner Marco Seiler. Ja, für mich persönlich ist natürlich ein Aufeinandertreffen von alten Bekannten, auch ein Ex-Verein, und ich freue mich darauf. Und ja, für uns wird es natürlich nicht einfach nach drei Niederlagen, aber wir versuchen jetzt den Spieß wieder umzudrehen und das Spiel natürlich für uns zu entscheiden. Vier Spieltage standen die Lilien in dieser Saison bereits auf einem Aufstiegsplatz, dann aber die Niederlagen in Burghausen gegen Leipzig und in Erfurt. Die vergangenen beiden Spiele obendrein kein Torerfolg. Inzwischen ist Darmstadt hinter den SVW in Wiesbaden auf Rang 6 abgerutscht. Die 98er aber scheinen es gelassen zu nehmen. Ja, ich denke, dass wir eigentlich nur eine Ergebniskrise haben. Wir spielen eigentlich gar nicht schlecht. Auch gegen Leipzig haben wir ein gutes Spiel gemacht. Auch in Burghausen waren wir eigentlich in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Auch jetzt wieder die bessere Mannschaft in Erfurt über weite Strecken. Ja, es fehlen einfach im Moment so der Torerfolg und einfach die Ergebnisse. Aber ansonsten, denke ich, müssen wir einfach so weiterarbeiten. Dann kommt das alles wieder von alleine. Zumal das offizielle Saisonziel trotz des zwischenzeitigen Überraschungserfolgs nach wie vor Klassenerhalt heißt. Vergangene Spielzeit konnte Darmstadt 98 mit einem 1:0 im Heimderby gegen Wehen eine Niederlagenserie beenden. Das würden die Lilien dieses Mal wohl auch gern. Ja, da sind wir mal gespannt. Beginnen wir mal bei Wien Wiesbaden. Alf Minzel, der hat im letzten Derby bei euch in Darmstadt bei eurem 1:0-Erfolg mit Achillessehnenproblemen gefehlt. Das heißt, dass der bei euren Darmstädter Fans nicht gerade beliebt ist, wird dir wahrscheinlich auch neu sein, oder? Ja, das habe ich so noch nicht mitbekommen, das ist richtig. Aber gut, ich denke, dass der Alf Minzel ein sehr starker Spieler ist und dass wir auf den schon aufpassen müssen. Der SVW in Wiesbaden ja auswärts deutlich stärker als im eigenen Stadion. Ist das sowas, was einem vorher durch den Kopf geht, wo man auch mal guckt, wie auswärts stark sind die eigentlich? Ja, ich denke schon, dass man vor den nächsten Spielen immer mal ein bisschen auf die Statistiken schaut. Aber ja, jedes Spiel geht von neu los bei 0-0 und ich denke, wir sind auch jetzt nicht unbedingt die heimschwächste Mannschaft. Und von daher mit unseren Fans im Rücken kann Wien Wiesbaden gerne zum Auswärtsspiel zu uns kommen. Und ich denke, dass wir auch heimstark genug sind. Nach dem guten Start seid ihr ja hinter den SVW in Wiesbaden zurückgefallen. Ist das noch mal ein bisschen mehr Motivation, wenn sie gerade so einen Tabellenplatz vor euch liegen, die auch noch mal dann zu überholen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Mit dem Sieg können wir Wien Wiesbaden wieder überholen und wir die Nummer 1 in Hessen sein in der dritten Liga. Und das ist natürlich, natürlich ein Ziel von uns dann auch. Wir wollen gleich weitersprechen über das Hessen-Derby, wollen aber auch einmal auf Eintracht Frankfurt in der Europa League blicken und mit dem Frankfurter Trainer des Jahres, nämlich Benno Mühlmann, sprechen. Mehr dazu gleich. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück zu Elfmeter. Hessen-Derby in Liga 3. Heute unser Schwerpunkt SV Darmstadt 98 gegen den SVW in Wiesbaden. Michael Stickmeier, wir haben vor der Pause schon euren besten Torschützen gesehen. Dominik Strohengel mit 14 Treffern aus Wien gekommen. Da wird sich mancher bei den Wiesbadenern nach wie vor ärgern, dass sie den abgegeben haben. Für euch war es ein absoluter Glückstreffer, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind froh, dass Dodo bei uns spielt. Ja, die 14 Tore sprechen für sich, die er gemacht hat. Und ich denke, ja, klar waren ein paar Elfmeter dabei, aber die muss man auch erst reinmachen. Und von daher, ja, wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben. Wir wissen, wir können ihn immer vorne anspielen. Mit seiner Körpergröße kann er nicht nur mit dem Kopf oben den Ball verlängern, sondern ist auch fußballerisch sehr stark am Boden. Und von daher, wir können ihn immer anspielen und er ist immer für ein Ding gut. Ja, im Moment läuft es bei ihm auch nicht so rund wie bei uns mit der gesamten Mannschaft. Aber trotz alledem, die 14 Tore, die er für uns gemacht hat, sind natürlich sehr wichtig.
Du hast es aber schon angesprochen, jede Münze hat auch ihre beiden Medaillen, denn wenn Dominik Strohengel mal nicht trifft, dann kann es wie momentan auch mal passieren, dass ihr mehrmals hintereinander verliert. Ist euer Spiel vielleicht auch zu sehr auf ihn zugeschnitten, weil nach ihm kommt ja erstmal lange Zeit nichts in Sachen Treffsicherheit? Ja, von der Statistik her ist das natürlich deutlich so zu sehen. Ich denke, dass wir das noch nicht so geschafft haben, wenn der Dodo mal nicht trifft, dass wir das kompensieren können, dass andere großartig in die Bresche springen. Und das ist vielleicht das Quäntchen, das uns noch fehlt, um dann noch konstanter zu spielen. Und ja, ich denke, wir haben drumherum in der Offensive wirklich sehr, sehr gute Leute, wo so ein kleines Quäntchen noch fehlt, dass sie zum Torerfolg kommen. So ein Marcel Heller, der über außen viel Druck macht, wo immer dann noch ein Pfosten im Weg steht oder dann noch der Gegner ein Bein dazwischen bekommt. Und, oder Marco Seiler vielleicht ja auch. Ja, natürlich, auch Marco Seiler, der natürlich auch wahnsinnig viel für die Mannschaft arbeitet und da auch noch ein bisschen im Abschluss noch ein bisschen Pech hat. Ich denke, wenn wir das noch hinbekommen, dass mehrere Spieler auch da mehrere Tore erzielen, dann können wir noch konstanter spielen. Wie habt ihr euch auf den SVW in Wiesbaden vorbereitet und was für ein Spiel erwartest du am Samstag? Ja, natürlich hat der Trainer uns schon auf Wien Wiesbaden eingestellt. Die Scouting-Abteilung hat Wien Wiesbaden beobachtet. Wir wissen, wie Wien Wiesbaden spielt. Wir werden uns ein bisschen danach orientieren, aber im Endeffekt wollen wir unser Spiel durchbringen. Ich denke, dass wir auch die letzten Wochen, als wir verloren haben, immer versucht haben, unser Spiel durchzubringen. Und das ist auch unsere Stärke, denke ich. Und ja, ich denke, dass es auf jeden Fall ein Kampfspiel werden wird. Der Platz wird tief sein bei uns im Stadion. Und von daher, die Wiener werden 100% geben, werden alles dafür tun. Und wir werden auch kämpfen bis zum Umfallen, damit wir den Sieg holen. Und von daher denke ich, dass auf jeden Fall ein Kampfspiel werden wird. Dann freuen wir uns jetzt schon mal auf ein auf jeden Fall spannendes Spiel. Wir wollen kurz einen Abstecher machen in die Europa League zu Eintracht Frankfurt. Die Adlerträger wollen im vorletzten Gruppenspiel in Bordeaux schon alles klar machen mit der nächsten Runde. Und los ging's natürlich am Frankfurter Flughafen. Mittwochvormittag, Terminal 1, Check-in C. Die Eintracht auf dem Weg nach Bordeaux. Nur ein Punkt fehlt den Adlerträgern noch zum Erreichen der nächsten Europa-League-Runde. Doch die Hessen wollen Gruppensieger werden. Der eine packt noch schnell die aktuellen Zeitungen ein, der andere hat noch etwas Probleme mit seinem Gepäck. Fast eine Völkerwanderung. 12.000 Fans begleiten die Eintracht an die Atlantikküste. Das größte auswärtige Fanaufgebot in der Geschichte der Europa League. Sogar der ehemalige Kickers-Präsident Dieter Müller ist an Bord. Die Region ist heiß auf Europa. Wir haben da auch eine tolle Ausgangslage und vor allen Dingen wird es, glaube ich, für den ganzen Verein und für uns als Mannschaft was Besonderes, wenn da so viele Leute mitreisen. Das ist einfach mit das Größte, was man erleben darf. Und das Spiel steht definitiv im Vordergrund und das wollen wir auch genießen. Das wollen wir auch mit dem ausleben und ausfüllen und dann auch ein tolles Spiel abliefern. Ja, das ist natürlich für jeden Fußballer ein großes Ziel, in meiner National zu spielen. Das ist ein Traum, das ist natürlich das, worauf man hinarbeitet. War auch schwer genug, das letzte Saison zu erreichen mit der Mannschaft. Und da sind wir alle froh, dass wir es geschafft haben. Und bis jetzt kann man wirklich sagen, dass wir da eine sehr gute Rolle spielen auch in Europa. Einziger Haken, Trainer Armin Fee fehlen gleich 6 Profis verletzungsbedingt. Neben Youngster Marc-Oliver Kempf war auch schon Martin Lanig für die Innenverteidigung im Gespräch. Kapitän Pirmin Schwegler darf sich derweil nach überstandenem Innenbandriss über seine erste Europareise freuen. In der Bundesliga wurde er gegen Schalke zuletzt schon kurz vor Schluss eingewechselt. Das andere muss man dann abwarten, was Sinn macht und wozu ich auch schon bereit bin. Klar, in den letzten Wochen hatte ich nicht so viel Spielpraxis. Die würde mir jetzt vielleicht gut tun, aber das muss man dann schon abwägen, was Sinn macht, was auch der Mannschaft hilft in erster Linie. Vor dem Abflug in dieser englischen Woche war Geheimtraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesagt. Nur ein kurzer Auftritt für die Presse war drin. Am Sonntag geht es bereits nach Hannover. In der Bundesliga wartet die Eintracht seit mittlerweile 8 Spielen auf einen Sieg. Das 3:3 jüngst gegen Schalke soll Mut machen. Wir sind jetzt in der Bundesliga punktemäßig gesehen nicht so auf großen Gebälle, dass es jetzt eine Selbstverständlichkeit ist, dass man nach einem 0:2 gegen eine Mannschaft wie Schalke 04 so zurückkommt. Man kann dann auch dritte, vierte Tor kriegen,
und dann wird man abgeschossen, aber das war nicht der Fall. Und das zeigt natürlich, dass die Mannschaft auch da zurückkommen kann, dass es passt und darauf müssen wir aufbauen. Denn es geht Schlag auf Schlag weiter. Kommende Woche DFB-Pokal, in der Woche darauf dann das Europa-League-Heimspiel gegen Nikosia. Spätestens dann will die Eintracht auch in Sachen Gruppensieg alles klar machen. Bordeaux allerdings im Hinspiel noch mit einer halben B11 und inzwischen etwas besser in der französischen Liga als Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Glaubst du dennoch, die Eintracht kann da schon alles klar machen in Sachen nächste Runde? Ein Unentschieden reicht ja. Ja, ich denke, dass es schon ein sehr, sehr schweres Spiel werden wird für die Eintracht. Allerdings, die Leistungen in der Europa League diese Saison haben gezeigt, dass einiges möglich ist. In der Liga hingen sie ein bisschen hinterher. Da denke ich, hätten sie ein paar Punkte mehr haben können, aber in der Europa League sind sie im Soll. Und warum sollen sie es heute nicht schaffen? Wir haben im Beitrag eben gerade auch den ehemaligen Kickers-Präsident Dieter Müller gesehen, der trotz früherer Rivalitäten der Eintracht auch live in Bordeaux die Daumen drückt. Wie sieht es denn in Darmstadt aus? Guckt man da auch mal, wenn schon mal ein Club aus der Region in Europa spielt, schaut man sich das dann auch ganz gerne mal an? Ja, natürlich, warum nicht? Ich denke, dass das für die Eintracht endlich mal wieder ein Highlight ist. Dass die letzten Jahre, dass die Eintracht schon des Öfteren mal gelitten hat, auch mit Abstiegen und dann wieder aufgestiegen. Und die Europa League haben sich letztes Jahr verdient. Sie haben wirklich letztes Jahr einen klasse Fußball gezeigt und haben sich das verdient, dort zu spielen. Und ja, sie müssen es einfach auskosten, solange es geht. Und ich denke, dass sie auf jeden Fall in die nächste Runde kommen werden. Die Eintracht ja jetzt mit 3 englischen Wochen. Nächste Woche kommt der DFB-Pokal. Danach geht es gleich weiter in der Europa League. Zwischendurch müssen sie in der Bundesliga auch noch ran gegen Hannover 96, gegen Hoffenheim oder auch gegen Bayer Leverkusen. Aus deiner Sicht als Profi, wie schwierig sind so 3 englische Wochen hintereinander, denn wenn man dann wirklich 6-7 Partien in 3 Wochen durchziehen muss? Ja, es ist natürlich schon sehr anstrengend. Ich meine, wir hatten das diese Saison auch schon mit dem DFB-Pokalspiel gegen Schalke und eine Woche später unter der Woche in Dortmund, dann nochmal eine englische Woche. Das zehrt schon, das ist schon ganz klar. Und ich denke mal, gut, der FC Bayern, die spielen nur englische Wochen. Ne? Die Spieler sind das gewöhnt, die spielen Nationalmannschaft, Champions League, die sind das gewöhnt. Bei der Eintracht, denke ich, sind das die Spieler nicht so sehr gewöhnt. Das ist auf jeden Fall sehr anstrengend und ist vielleicht nicht immer ganz nur der Kopf, nicht der Körper, sondern auch der Kopf, dem das zu schaffen macht und sich da immer wieder aufs Neue so klar auf den Punkt zu motivieren, ist, denke ich, nicht ganz so einfach. Dann drücken wir mal der Eintracht in Europa die Daumen. Wir wollen gleich noch auf den FSV Frankfurt-Trainer Benno Möhlmann gucken. Der ist nämlich Trainer des Jahres geworden in Frankfurt. Also bleiben Sie doch noch einmal bei uns. Noch einmal willkommen zurück, liebe Fußballfans, zu Elfmeter. Er stand in der zweiten Liga am häufigsten an der Seitenlinie, nämlich über 400 Mal. Er hat diese Woche seinen Vertrag verlängert beim FSV Frankfurt bis 2015 und er ist Frankfurts Trainer des Jahres. Die Rede ist natürlich von Benno Möhlmann. Und der Kollege Christian Seelmann, der hat ihn für uns am Rande der Frankfurter Sportgala einmal getroffen. Ja, der Trainer des Jahres, Benno Möhlmann, herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung. Was ist in Ihren Augen denn das Besondere am Trainerjob? Sie haben jetzt auch schon etliche Stationen hinter sich. Was ist denn das Besondere? Ja, das Besondere für mich oder das Schöne für mich, will ich sagen, ist einfach, dass ich doch Jahr für Jahr einfach mit jungen Leuten arbeiten kann. Ich selber werde Jahr für Jahr älter. Die Leute, mit denen ich arbeite, die Spieler, die Sportler, behalten immer irgendwo das Jugendliche oder jungmännische Alter und ich bleibe damit auch ein Stück jünger. Ne? Und das ist zum einen schön, zum zweiten natürlich geht es als Fußballtrainer ja darum, auch sportlich erfolgreich zu sein. Und letztlich das, was man als Spieler auch hatte, von Wochenende zu Wochenende Spiele zu bestreiten und nach Möglichkeit zu gewinnen, dass man das dann weiter hat, dass man diesen Rhythmus weiter hat, dass man einfach da auch aktiv dabei bleibt. Jetzt haben Sie Anfang des Jahres Ihr 1000. Bundesligaspiel, wenn man Spieler und Trainer zusammenfasst. Was hat sich denn in dieser Zeit verändert im Profisport?
Ach, es hat sich vieles verändert, genau wie im übrigen Leben, gesellschaftlichen Leben sich auch vieles weiterentwickelt. Hat es auch im Sport, im Fußball diese Dinge gegeben. Das Wesentliche ist letztlich, dass einfach der Kreis der Arbeitenden rund um die Mannschaft größer geworden ist. Früher hat gerade auf dem Fußballplatz der Cheftrainer oder der Trainer alleine mit den Jungs gearbeitet, hat alles gemacht, hat von der Aufwärmarbeit bis zum Torwarttraining noch. So habe ich das noch kennengelernt, als ich Spieler war. Und heutzutage arbeitet man ja gerade im Profibereich doch mit einem größeren Team. Man hat ja vier Trainer oder fünf Trainer, manche Bundesligisten, noch mehr auf dem Platz. Wir haben große Physiabteilung, wir haben großen Betreuerstab. Das Ganze ist einfach umfangreicher geworden, ist damit natürlich auch spezieller geworden. Das heißt, jeder hat seinen Fachbereich, wo er sich dann auch optimal auskennt und wo er sich optimal auch um die Dinge der Mannschaft kümmern kann. Abschlussfrage in Ihren Augen, was ist das Besondere hier am FSV Frankfurt? Ja, am FSV Frankfurt habe ich zumindest in den 2 Jahren absolut schätzen gelernt, dass es doch noch eine kleine Gemeinschaft ist, die sich mehr oder weniger alle kennen. Ich will nicht sagen, dass ich jeden Zuschauer hier kenne. Ganz so schnell habe ich mich hier dann doch noch nicht praktisch einfügen können. Aber es ist alles überschaubar. Und trotzdem wird sehr professionell gearbeitet, wird einfach mit den Mitteln, die da sind, sich zufrieden gegeben und das Optimale versucht daraus zu entwickeln. Und das ist das, was ich hier wirklich schätzen gelernt habe. Alles klar. Ich danke Ihnen. Danke. Dankeschön. Okay. Und kommenden Montag geht es für den FSV Frankfurt gegen Arminia Bielefeld. Dann wird Benno Mühlmann allerdings auf seinen Stürmer Edmond Kaplani verzichten. Nach einer erneuten Rangelei vor einem Elfmeter um den Ball hat der FSV Frankfurt kurzerhand seinen Stürmer für den Rest des Jahres nämlich gesperrt. Michael Stegmaier, wir kennen so Situationen sogar schon von den Bayern, dass sich da vor einem Elfmeter um den Ball gerangelt wird. Jetzt haben wir es schon 2-mal beim FSV Frankfurt gesehen. Objektiv aus der Distanz kann man sich ja wahrscheinlich nur verwundert die Augen reiben, wie sowas eigentlich zustande kommen kann. Ja, das ist richtig. Ich denke, wenn man sowas sieht, dann schmunzelt man dann doch darüber. Ich kann nur sagen, bei uns ist klar, der Dodo Strohengel ist als Elfmeterschütze eingeteilt. Der schießt die Elfmeter und wenn er sich mal schlecht fühlt, dann sind die nächsten ein, zwei auch dahinter festgelegt, die Elfmeter schießen. Von daher denke ich, dass es sowas bei uns nicht geben wird. Ist natürlich immer eine schlechte Außendarstellung, weil es dann immer so rüberkommt, das stimmt in der Mannschaft nicht. Und von daher kann ich die Entscheidung vom FSV Frankfurt irgendwo verstehen. Benno Mühlmann wird schon wissen, was er tut. Kommen wir von ihm mal zu eurem Trainer. Der hat vor kurzem gesagt, wir haben oben nichts verloren. Heißt das, man muss sich nach dem guten Start des SV Darmstadt 98 doch den Rest der Saison auf Abstiegskampf einstellen? Wir sind vom ersten Spieltag an im Abstiegskampf gewesen. Unser Ziel war und wird immer noch der Klassenerhalt bleiben. Solange wir die 40 bis 45 Punkte nicht haben, gibt es kein anderes Ziel bei uns. Und ich denke, gerade die Spieler und die Verantwortlichen, die vom letzten Jahr noch da sind, die haben da eine Entwicklung mitgemacht, die haben einen Prozess mitgemacht. Wir haben im Sommer den sportlichen Abstieg erlebt und das hängt uns allen noch tief in den Knochen. Und von daher, unser Ziel bleibt weiter in der Klassenerhalt. Jetzt warten wir erstmal gespannt auf das Hessen-Derby Darmstadt 98 gegen Wien Wiesbaden. Michael, vielen Dank für deinen Besuch hier heute bei uns. Sehr gerne. Und für Sie, liebe Zuschauer, noch der Hinweis auf kommende Woche. Wir sehen uns dann wieder am Donnerstag um 19 und um 21 Uhr und wollen dann auch unter anderem mal in die Frauen-Bundesliga gucken, nämlich auf das Spitzenspiel der FFC Frankfurt muss ran in Potsdam. Wäre schön, wenn Sie dann noch wieder einschalten. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.